Hi, herzlich willkommen bei Grill Chill, Barbecue und Lifestyle. Heute machen wir Indonesisch. Ayam Ketchup heißt das Gericht. Ist mit Strauß, mit Straußensteak gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das im Wok gemacht habe, dann bleibt dran. Beginnen wir mit den Zutaten. Wir haben 250 Gramm Straußensteak. Alternativ geht auch Hähnchen oder Rinderfilet. 5 bis 7 Schalotten, je nach Größe, sind hier drunter. 2 Zwiebeln. 4 bis 5 Knoblauchzehen. 2 bis 3 Esslöffel Ingwer. 1 Esslöffel Salz. 1 Esslöffel Pfeffer. 3 Stangen Zitronengras. Und eine Chili habe ich hier schon alles zugeschnitten. Dann brauchen wir noch Ketchup Manis, wenn ihr das irgendwo bekommt, oder süße Sojasauce habe ich hier. 200 ml Kokosnuss, Milch und dazu empfehle ich Reis. Den Ingwer habe ich mit dem Microplane klein gerieben, Chilis klein gehackt. Knoblauch dasselbe, dann die Zwiebeln halbiert und in Streifen geschnitten, dasselbe mit den Schalotten und das Zitronengras mit dem Stampfer zusammengestampft. Dann nehmen wir das Fleisch, Straußensteak, und schneiden es in mundgerechte Stücke. Alles in eine Schüssel rein. Ketchup Mayo oder süße Sojasauce. Rein, sodass das Fleisch einigermaßen gedeckt ist. So lassen wir das eine halbe Stunde stehen, ein bisschen ziehen. Und dann sind wir schon soweit. Es geht weiter am Wok. Bis gleich. Wie immer könnt ihr das natürlich auf dem Seitenbrenner machen oder zu Hause im Herd. Es gibt da wieder verschiedene Möglichkeiten. Wok ist natürlich ideal für das Gericht. Und es geht weiter. Die Sojasauce, die süße, leeren wir ab. Woköl rein. Wie immer mit dem Wok bei dieser Leistung Feuergefahr. Schön heiß werden lassen und los geht die wilde Fahrt. Scharf anbraten. Dann geht's weiter. Rausnehmen. Öl rein. Die ganzen Zwiebeln dazu. Knoblauch, Ingwer, Chilis rein. Und übrig gebliebene süße Sojasauce. Und
und 200 Milliliter Kokosnussmehl. Zitronengras rein. Das Ganze lassen wir jetzt ein paar Minuten ziehen, dass das Zitronengras auch wirklich ein bisschen Geschmack abgibt. So, das Zitronengras ein bisschen angezogen. Nehmen wir die wieder heraus. Zum Essen sind die nicht wirklich lecker. Und das Fleisch wieder rein. So, Straußensteak. Wollen es ja nicht tot kochen, ist es ja schon. Pfeffer, Salz darüber. Noch mal ein bisschen Gas geben. Fleisch mal testen. Perfekt, nicht tot gegart. Ja, dann sind wir schon soweit. Es wird angerichtet. So, dann wird angetestet. Mal schauen. Das Fleisch schön rosa innen, hat noch Biss. Das Gemüse ist super, Zwiebeln, guter Geschmack, Reis dazu, passt eh immer. Ja, indonesisch. Ayam Ketchup, mal was anderes, testet's, macht's nach, würde mich freuen. Postet die Fotos bei mir in die Facebook-Gruppe, Grill & Chill, Barbecue & Lifestyle, ist unten drin. Über den Daumen würde ich mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr noch nicht Abonnent seid. Das würde mich am meisten freuen. Und ja, viel Spaß weiterhin bei Grill & Chill, Barbecue und Lifestyle. See you!